angesehen gewirkt bin. Ich liebe mich, wenn der Fußball, die verschiedenen Fankulturen sich jetzt zum Ausdruck bringen können. Das war gestern schon ganz gut zu hören. Ich stehe bei Franzosen gegen Mexiko. Da das komischerweise klappt mit dem Gesang. Er hat ja sehr früh seine Stammelf schon gefunden. Ja, Halbzeit im Spiel, Deutschland gegen Serbien. Serbien führte 1:0 nach dem Tor von Jovanovic. Ein erster Eindruck von der Fanmeile in Schwerin. Wie fandst du das Spiel? Ja, also es ist schwierig gegen Serbien zu spielen, weil sie stehen sehr tief hinten drin. Jetzt durch die gelb-rote Karte, die keine war, weil man braucht dafür keine gelbe Karte geben, wird es natürlich schwieriger. Aber vom spielerischen Material können wir das schaffen. Aber sicherlich wird es schwierig jetzt, weil die werden sich noch tiefer reinstellen. Und da muss man erstmal ein Tor schießen gegen die Serben. Was muss Jogi Löw jetzt verändern? Vielleicht wen könnte er einwechseln, um das Spiel noch zu drehen? Ja, sicherlich müssen wir einen Stürmer bringen. Wir müssen jetzt ein bisschen Risiko gehen. Das heißt, es muss Kakao eingewechselt werden. Für wen? Für die Mittelspieler? Weiß ich nicht. Ich denke mal, für Podolski wäre am besten, weil wir brauchen Özil und Müller. Aber wir müssen jetzt was riskieren. Aber wir können es auch noch schaffen, wenn wir an uns glauben. Ja, vielen Dank. So, wir haben noch ein paar fröhliche Gesichter hier, trotz des 0-1-Rückstandes. Wie fandest du das Spiel? Naja, ein bisschen traurig, dass wir jetzt 1:0 zurückliegen, aber wir schaffen das noch. Du glaubst also an unsere Mannschaft. Was würdest du jetzt noch verändern? Was müsste Jogi Löw jetzt tun, damit Deutschland noch gewinnt? Weiß nicht, einfach mit Freude weiterspielen. Einfach Freude dran haben. Mit Freude spielt man einfach leichter und so. Und dann schaffen wir das? Natürlich. Ja, dann haben wir das Erfolgsrezept für die zweite Halbzeit mit Freude. Zum nächsten Spiel. So, die Stimmung ist noch etwas getrübt. Trotzdem geht es jetzt in die zweite Halbzeit. Der Regen hat nachgelassen an der Freilichtbühne in Schwerin. Und wir hoffen nach dem 0:1 von Jankovic für die Serben und der gelb-roten Karte für Miroslav Klose der Deutschen trotzdem auf eine gute zweite Halbzeit und vielleicht sogar ein Tor oder zwei für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Viel Spaß! Dann noch 2:0 gewonnen, nur mal so. Mit sehr frei. Lang sind jetzt hinter dem Rad.
drei von vier Verteidigern der serbischen Prosti. Ja, das Spiel ist vorbei hier an der Freilichtbühne in Schwerin. Deutschland unterliegt Serbien mit 1:0 durch das Tor von Jovanovic in der 37. Minute, nachdem zuvor Klose die gelb-rote Karte gesehen hatte. Es hat also nicht gereicht für einen zweiten deutschen Sieg. Und so wird es eng gegen Ghana, ein richtiges Endspiel im letzten Spiel. Und nur wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben und wollen jetzt noch gleich ein wenig philosophieren mit zwei Fußballern vom SV Post Schwerin zu diesem Spiel und hoffe, ihr habt trotzdem ein wenig Spaß bei unserem Beitrag gehabt.